Und gleich bei Hashtag Traumvilla. Traumvilla! Hey! Oh, hallo ihr Lieben. Heute bin ich hier mit meinen neuen Meerjungfrau-Freundinnen. Wir haben so viel Spaß am Traumvilla-Pool. Apropos Spaß, hilfst du uns bei unseren Meerjungfrau-Kunstprojekten, Barbie? Morgen ist der Meerjungfrau-Kunstkurs und wir sind noch nicht fertig. Ich helfe euch gern. Auf ins Bastelzimmer! Nehmen wir doch die Abkürzung. Es gibt eine Abkürzung? Sie führt durch den Pool? Die Traumvilla überrascht mich doch immer wieder. Okay, wir sollten es filmen, damit alle es mit ihren Freunden zu Hause nachmachen können. Natürlich. Dürfen wir dein Handy benutzen? Unsere Muschelhandys können das nicht. Oh, bevor du uns filmst. Wichtig ist nur, dass man die Farben gut sehen kann. Gute Anmerkung. Hey Leute, wir waren vorhin am Strand und haben wunderschöne Muscheln gefunden. Und ihr wisst, was das bedeutet. Es ist eine Meerjungfrauenkrone und ein Zauberstab. Alles selbst gemacht. Und wie machen wir daraus eine Meerjungfrauenkrone? Du brauchst dafür den Ring eines Plastikflaschendeckels, deine Lieblingsschmucksteine, Basteljuwelen und ein paar Muscheln. Dann klebst du die Schmucksteine, Juwelen und Muscheln auf den Haarreif. Und zwar so. Wuhu! Yay! Ja! Du kannst so viele aufkleben, wie du nur möchtest. Es ist deine Krone und du allein entscheidest. Na klar! Wow! Wow! Wie toll! Sie ist wunderschön! Sieht toll aus! Ich bin schon so auf die fertige Krone gespannt. Und? Wie sieht es denn mit dem Zauberstab aus? Du brauchst dafür nur Holzstäbe, wie diese hier aus dem Bastelladen. Oder aber du nimmst einen Zweig von draußen oder was du gerade da hast. Und dann brauchst du bunte Klebestreifen, ungiftige Farbe und Glitter. Du kannst deinen Stab auch mit allem anderen verzieren, was dir gefällt. Und natürlich darf die wichtigste Zutat von allen nicht fehlen. Hm, lasst mich raten. Muscheln? Ja! Zuerst verzieren wir den Griff des Zauberstabs. Ich male meinen an und klebe Glitter drauf. Ich klebe buntes Klebeband auf meinen. Oh, ja! Nachdem der Griff verziert ist, klebst du die Muschel auf die Spitze und... Tada! Ein Zauberstab! Wow, wie hübsch! Und als krönender Abschluss kommt dazu... Ein Hauch von Magie! Ich... Wie hast du das gemacht? Eine Meerjungfrau verrät ihre Geheimnisse nie. Selbstgebasteltes ist so cool! Basteln zeigt uns, dass es nicht immer um die fertige Sache geht, sondern darum, Spaß an dem zu haben, was man macht und den Augenblick zu genießen. Was meint ihr? Oh, es ist so toll! Ich wünschte, wir könnten das mit unseren Muschelhandys posten, aber wir empfangen leider gerade nur Rauschen. Komm, wir machen alle ein Selfie. Oder sollte ich sagen, Muschelfie. Lachen auf drei. Eins, zwei, drei. Peace!